Ich habe absolut keine Ahnung. Also ich habe davor noch einmal nachgeguckt. Wir haben offenkundig zwei Orden. Wir haben nicht drei, zwei. Deshalb ergibt das auch so mit der Level Cap, die da unten steht, Sinn. Dann muss ich mir jetzt wirklich einmal kurz den Squatter. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Gar keine Ahnung. Hast du dir eigentlich nur einen Expertengurt geholt? Wo, in welchem Spiel was? Keine Ahnung, kann sein. In Divine Sword, da habe ich ihn nicht geholt, nee. Und hallo, Meuchlord, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hallo. Ein Schwert, nee, dann habe ich es ziemlich sicher nicht geholt. Also, ich hätte jetzt nicht im Kopf, dass ich einen Expertengurt habe. Ich habe aber jetzt auch nicht. Ah, du hattest einen sehr langen Kommentar. Ich glaube, du, dein. Ich habe, glaube ich, am Sonntag habe ich die ganze Flut, wirklich Flut, ich saß eine halbe Neon Stunde da, an Oppenheimer. Kommentaren mir durchgelesen. Und ich muss wieder an den Punkt kommen, an dem ich mir solche Sachen rausschreibe. Weil ich habe mir eigentlich angewöhnt, in meine Notizen das Ganze reinzuschreiben. Ob ich mir das dann angucke und merke, ist nochmal eine andere Sache. Also ja. Also wenn es für dich besser ist, können wir 30 Minuten, eine Stunde Pause machen, wieder weitermachen. Nee, ganz, ganz bestimmt. So wird das wird hier durchgezogen. Wenn ich aufhöre, höre ich auf. Vor allem kommen die Freundinnen von meiner Freundin heute her. Da werde ich nicht nebenbei streamen. Das wird nicht passieren. Das ist auf der unangenehmen Skala zu weit oben. Weil das ist irgendwie. Also, sind wir ehrlich, das ist schon ein bisschen weird. Also mit meiner Freundin, wenn die da hinten sitzt. Ich finde es ja schon weird, wenn meine Freundin hinten im Bett sitzen würde. Oder sitzt und ich da was aufnehme. Weil du dich dann so beobachtet fühlst. Und Mr. M, danke für den neuesten Resub. Kuss, kuss, kuss. Und hallo Mimsu. Hallo, ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag. Okay, wir haben. Hier ist der Expertengurt übrigens, Leula. Auf unserem Pampyro. Wir haben ja sogar ein frohes Wesen. Krank. Wir haben einen Bisa-Knoss. Wir haben einen Golbat. Und wir haben Slowking. Okay. Ich muss halt jetzt echt auch nochmal gucken, was wir auf der Bank haben, weil ich hab keine Ahnung. Ich weiß gar nichts mehr. Okay, Nazumarill, pfiffig mit Kraftkoloss, geil. Speckschicht Seemops. Ein hartes Erleuchtung. Dings, ja. Plipprin, haben wir so viele Starter gefangen, krass. Da haben wir Remoraid, okay. Ach stimmt, wir haben einen Porenta gefangen. Der war ja mit Technika absolute Granate. Pikachu, Perlo und Kirlia, okay. Wait a minute, warum hat Kirlia das Wundersaat? Das nehme ich mir gleich mal wieder. 50 Leute und mehr gucken deinen Stream, aber du fühlst dich beobachtet, wenn deine Freundin dabei ist. Naja, aber euch sehe ich, also, ne? Euch sehe ich ja im Endeffekt nicht direkt, aber bei meiner Freundin, die weiß ich ja, dass die da hinten sitzt. Auch wenn sie mich mit hoher Sicherheit nicht die ganze Zeit anstarrt. Würde ich, glaube ich, keine Ahnung. Und wir haben offenkundig schon Dampfwalze bekommen. Oder gekauft zumindest. Auch gut zu wissen, nehmen wir natürlich auch gleich mit. Wie geht's Ihnen mittlerweile so? Also, ich sag mal, ich bin noch immer nicht topfit. Aber es geht mir schon wesentlich besser. Also, das war die letzte Woche wesentlich schlimmer, kann ich euch sagen. Will ich sonst noch irgendwem irgendwas beibringen? Ich glaube nicht, nein. Ja, ich glaube auch wegen Zauberblatt einfach nur. Das ist so das, was mir jetzt am meisten Sinn ergibt. Ich merke gerade, wir können ja die Musik muten. Machen wir uns chillige. Oh, die ist auf 1,5 die Geschwindigkeit. Das habe ich relativ fix rausgehört. Machen wir uns ein bisschen Hintergrundmucke an. Dann können wir nämlich speeden. Bei mir ist Downy Deception. Auf dem Tablet läuft Divine Sword und auf dem Handy der Stream. Na gut. Wenn man nicht genug bekommen kann, na gut. Dann sehe ich ein. Ich glaube, wir haben uns auch noch keinen Encounter hier geholt. Das sieht zumindest danach aus. Ich glaube, sogar beim letzten Mal haben wir gar keinen hier geholt. Das heißt, wir schnappen uns hier mal die Nummer 1. Ja, Da bin ich gespannt. Oh, wir haben einen Flottball noch. Jawohl, ich sag Simsala. Kann sich mega entwickeln. Ist relativ fix. Sage ich erstmal nicht nein. Nehmen wir mit. Aber wie geht's euch denn so? Ist in den 2 Wochen irgendwas Spannendes passiert? So, ich habe ja nichts zu erzählen. Ich habe ja meinen Urlaub habe ich schon erzählt. Und
ab dem Punkt, an dem ich nicht mehr gestreamt habe, war ich halt ziemlich krank. Also am Freitag ging's noch, am Samstag habe ich gemerkt, oh, da könnte was kommen. Und ab Sonntag war ich dann weg. Dann war ich wirklich, also, ich dachte mir so, das gibt es doch nicht. Im Übrigen, Paulaner Spezi Zero. Ich muss sagen, schmeckt anders. Ich würde noch nicht schlechter sagen. Also, meine erste Intuition war, schmeckt schlechter, aber schmeckt nicht schlecht. Also, es schmeckt irgendwie mehr nach einer Fanta, habe ich das Gefühl. Was okay ist, weil ich meine, am Ende des Tages ist das Ding ohne Zucker und schmeckt immer noch. Also, nehme ich. Du bist seit einer Woche krank, dann wünsche ich da auf jeden Fall gute Besserung. Ihr weiß ja, wie es ist. Es ist so nervig. Also das war mutig. Wow. Das schlechteste Wesen, was irgendwie möglich wäre. Ich glaube, sogar minus Special Attack wäre mir lieber gewesen. Weil Speed wichtiger ist. Speed ist somit das Wichtigste auf solchen Mons. Wenn er schon Speedy Boy sein soll, dann soll er auch ein Speedy Boy sein. Und hallo Power Pika, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Und schaffe ich das mit Speeden? Hab noch nie Paulan. Ah, ja, soll ich von. Dann weißt du ja, was jetzt deine Aufgabe die Woche ist. Dann hast du ja jetzt. Ah, stimmt, hier haben wir mal Kanivana gezogen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es das wert war. Den wollten wir uns aufheben, ne? Damit wir da ins Gras gehen können. Oh, das war dumm. Das habe ich wieder im Kopf. Weder du noch Present Flo haben. Ja, das war wirklich schlimm, Leula, ne? Ich dachte, ich saß letzte Woche auch die ganze Zeit da und habe mich gefragt, wann streamt denn endlich jemand mal was, was ich sehen will. So, ich habe bei Jerry habe ich in Donkey Kong öfter mal reingeguckt und hallo Pokestar. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Team, ich denke mal, wir machen einfach Team, oder? Ich weiß, dass Flo, also Lost Flo, öfter gestreamt hat, aber der streamt halt Overwatch 2. Das interessiert mich halt einfach nicht. Und ansonsten, ich habe bei Dennis Watch Stream, den VGC Watch Stream, ein bisschen geguckt. Aber das war's dann halt auch schon wieder. Haben wir eigentlich das Rad schon? Eigentlich ja. Was haben wir hier nochmal bekommen? Oder habe ich das Rad doch noch gar nicht? Ja, wir haben das Rad doch noch nicht, nevermind. Ich habe scheiß viel Stress, Arbeit, Lernen für die Prüfung, privat zusätzlich noch arbeiten, dann noch eine Stunde pro Tag Leben haben. Oh je. Das klingt für mich wie der Albtraum. Also das klingt wirklich für mich wie der wahr gewordene Albtraum, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, das geht schnell rum. Dass du da relativ fix vorbei das weg hast. Ich wollte gerade sagen, ich meine sogar, der hatte Hochmut, ne? Ja, dann liegen wir einfach mit Miro. Und gehen rein. Wir machen da jetzt auch keine Wette, weil. Also, Wally ist eigentlich nie ein Problem. Wie geht's dir? Mir geht's okay. Also, noch nicht optimal, muss ich gestehen. Also, es geht immer noch nach oben. Ich meine, man hört es ja an meiner Stimme, dass sie noch nicht komplett wieder da ist. Deshalb will ich auch nicht irgendwie emotional, nenne ich es jetzt mal, krass übertreiben. Aber es geht soweit. Es geht soweit. Am Weekend war halt Utrecht, da habe ich den Stream quasi durchgehend angehabt und mit Skorme geschrieben und uns gegenseitig auf dem Laufenden gehalten, was die Ergebnisse von Present, Kusha, mich und Benny angeht. Aber sonst war nichts. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Weil da hat Kusha immer reingeschrieben, wie es bei ihm steht und bei den anderen steht. Feenjuwel hat das Ding. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir das sehen. Und hallo Gimli, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Ich wollte gerade sagen, das war ziemlich viel Damage. Das war auch sehr viel Damage. Im Idealfall ist am 5.5. der Albtraum vorbei. Ich hoffe es für dich. Na, hallo Hybrid, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Deshalb konnten wir auch jetzt erst recht nicht. Zum Beispiel, wir wollten ja, oder ich wollte ja eigentlich einen längeren Stream machen. Aber das ging ja. Der hat Elektro. Okay, die haben alle ein Juwel, gut zu wissen. Weil dann werden später wahrscheinlich die Mons auch alle ein Juwel haben. Ich meine, Flo wollte auch ja einen längeren Stream eh machen und dann dachte ich mir, kommt ganz recht, dann kann ich da in meine Aufnahmen dippen und dann war ich krank. Ich hätte so gut im Voraus sein können, ne? Ich hätte für Downy Downster gut vorproduzieren können, für den Kanal. Ich teaser mit Absicht jetzt die ganze Zeit diesen anderen Kanal an, wo nochmal mehr gecuttet wird, damit ich die Scheiße auch durchziehe, weil ich denke da schon seit Ewigkeiten drüber nach, den zu machen. Jetzt habe ich habe ja auch schon ein bisschen was dafür in Auftrag gegeben. Also ja. Ich glaube, auch ein Feenjuwel wäre mir jetzt eigentlich neu. Das wurde ja eingeführt.
Weil den Feen-Typen gab es ja noch nicht. So, jetzt ist, warte mal kurz. Wir sollten vielleicht nicht mit den drei Wasser-Pokémon, auch wenn davon einer Wasserdrache ist, und dem einen Flug-Pokémon da reingehen. Puh. Aber was unsere Mons angeht, sind wir jetzt aber auch nicht... Ne, ist jetzt nicht gerade the yellow from the egg, würde ich mal sagen. Okay, wir haben immerhin ein frohes Kanivanha. Ich sag, der mit Speed Boost. Actually, ich sag, eigentlich ist Tohaido gar nicht so kacke. Weil mit Speed Boost und Protect... Hat man Protect gefunden? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall... Mit Dings ist das doch voll geil. Den kann ich ja mega entwickeln in dem Spiel. Ja, ich glaube, wir müssen halt Abra mit reinnehmen, ne? Oder wir behalten Slowking bei. Boah, wir sind echt nicht geil für diese Arena. Also, wir haben jetzt... Wir haben echt nicht so viel geilen Kram dafür. Ich habe das Gefühl, wir hatten sonst bessere Mons. Ich weiß auch gar nicht, ob es das Stahl-Pikachu ist. Aber es gibt ein paar Mons, die explodieren in der Arena. Also ist das, denke ich, fein. Ah, und ich darf nicht vergessen, dass hier das Item da ist, was meinen Kram boostet. Das sollten wir im besten Fall nicht vergessen. Ich glaube, ich vermute, ich habe zweimal Giftschleim, genau. Ja, dann kriegt er dabei einfach das Schlauglas, passt schon. Ganz viel Typenvariation auf der Bank, so sieht's aus. Ja, ja, Juwelen sind ja eigentlich in Gen 5 eingeführt worden. Ich glaube, an dem kommt man gar nicht vorbei. Dementsprechend muss man ja da Zugriff drauf haben. Also mit Zugriff drauf haben meine ich... Hukostoß, na gut. Dementsprechend meine ich, dass du keinen Zugriff auf Fee hast, auf alle anderen, klar, aber Fee existierte ja dann nicht. Also es ist ein bisschen weird, aber hey. Ist halt nun mal so, ne? Eine ultimative Glaskanone. Ich sag, Mega-Tohaido ist gar nicht mal so unbulky, muss ich sagen. Ich glaube, dem seine defensiven Stats sind sogar okayisch. Also kann man mit arbeiten zumindest. Was für ein Item habe ich eigentlich auf meiner Eisenhand? Habe ich da... Ich vermute das Muskelband und wie ich das habe. Ich packe schon mal Emmy vor. Als wenn da der Explosionstrainer jetzt dann kommt, dass wir da nicht reinscheißen. Aber ja. Ja, ansonsten ist bei mir halt, wie gesagt, auch dementsprechend nichts passiert. Ist halt super nervig, weil ich eine Berufsschulwoche verpasst habe. Und Berufsschulwochen sind zum einen chillig, zum anderen muss ich jetzt die ganzen scheiß Schulaufgaben nachholen. Ach du heilige Kacke, was soll denn das, Mediti? Frech, sage ich da. Frech ist das. Der ist halt nicht ganz so geil, muss ich sagen. Der ist nicht ganz so geil. Der Boy hatte Konter, das weiß ich auch noch. Beziehungsweise habe ich zumindest noch im Kopf. Und er kann offenkundig Aeroas, wie ich gerade lernen durfte. Aber das sollte ja, ich wollte gerade sagen, das sollte dem nicht viel Damage machen. Puh, Bubble Beam lässt auch zu... Oh. Warum hat der so gute Coverage? Was soll das? Es gefällt mir gar nicht so sehr, wie viel Damage der Boy macht. Okay, wir sind schnell... Boah, der hat gekontert, glaube ich. Also ich ging davon aus, dass wir an der Stelle killen, aber... Das hätte noch unangenehm werden können. Nee, stopp, wir haben mein Item dafür. Und hallo, Vorabi, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Ja. Ich glaube, wir hauen... Ich merke gerade, warum habe ich die eigentlich auf 25 gelassen? Auch mega dumm. Feuerodem. Hm. Ist jetzt auch nicht das Wahre, aber ist besser als nix. Mich nervt es so sehr, dass wir mit dem Squad gleich in diese Arena müssen, weil... Der Squad ist jetzt nicht der mächtigste, um ehrlich zu sein. Ich weiß ja noch nicht. Aber naja. Ansonsten, der Plan für die Woche sind natürlich, dass wir... Ja, ist ja eigentlich wurscht, was ich hier mache. Aber ich hätte den drüben angreifen sollen. Das war ja mega dumm. Ja, bisschen dumm. Aber hey. Dass wir zweimal streamen. Zweimal streamen, sage ich schon. Dreimal streamen. Ich hoffe auch, dass das funktioniert. Weil man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was so für Kacke und alles passiert. So, ich glaube, wir müssen jetzt aber die Form von Pikachu wechseln. Und ich überlege sogar, ob wir auf Eis gehen für Emolga im Lied.
Ich weiß halt nicht, wen ich von denen benutzen soll, um Emolga im Lied zu besiegen. Ich meine, Emolga drückt halt auch einfach wieder Voltwechsel gegen mich, was auch kacke ist. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwo Bulkup gut drauf bekommen. Statt der Dampfwalze, maybe. Weil eigentlich will ich ja fast immer Ableithieb drücken. Hätte ich sogar fast gesagt. Okay, der kann auch Ableithieb lernen, das ist wild. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich wegmachen soll. Wobei, Funkensprung werde ich in dieser Arena eh nie drücken. So, und dann kriegst du auf jeden Fall noch deine Dampfwalze. Puh, aber ansonsten... Wer kann so Felsgrab lernen? Gefällt mir alles nicht so sehr. Gefällt mir alles nicht so sehr gerade, muss ich sagen. Hä? Ah, ich habe die Äonenflöte, glaube ich, noch nicht auf Registrieren gelegt. Weil dann fliegen wir mal kurz rüber und machen, glaube ich, wirklich Eis-Pikachu draus. Und leaden, denke ich, mit Eis-Pikachu. Ist halt das Beste. Wir haben auch gar kein Boden-Pokémon, ne? Hatten wir nicht hier sogar mal einen Nidoking? Einen Stalos hatten wir, glaube ich, auch mal, ne? Ich glaube, wir hatten wirklich super oft bessere Pokémon hier. Das ist der Wahnsinn. Also je länger ich drüber nachdenke... So, ich glaube, es ist Schönheit gewesen, genau. Damit haben wir jetzt Eiszapfhagel drauf. Das ist schon mal nicht verkehrt, würde ich sagen. Wir haben weiterhin Blitzfänger. Und mit Eiszapfhagel, ja, I guess, maybe können wir damit was machen. Gut, das Schlauglas bringt mir jetzt eher wenig auf dem. Neuer Pappenheimer. Leon, vielen Dank für den nicen Resub. Ich wünsche viel Spaß weiterhin mit den Emotes. Kuss, kuss, kuss. Ich merke auch gerade, wir haben sogar den Simsalaniten schon. Das heißt, sobald wir Mega entwickeln können und wenn wir Simsala noch behalten würden, hätten wir sogar die Möglichkeit, straight up was zu megern. Ich glaube nämlich, haben wir hier jemals einmal Mega entwickelt? Das wäre mir jetzt zumindest neu, dass wir meine Mega-Entwicklung in dem Spiel ausgepackt hätten. Ich glaube tatsächlich nein, ne? Ich glaube auch nicht. Also wir haben schon bei den Gegnern oft eine Mega-Entwicklung gesehen, aber wir selber haben es noch nie gemacht. Nee. Also, wie gesagt, wüsste ich jetzt zumindest nicht. Ja, Malwin-Frohheit. Haben wir sonst noch irgendwie... Nee, wir haben halt auch keinen Encounter gerade, weil mit Zertrümmerer... Also ich muss mir halt Golem holen, dass wir dann auch später mal im Boden-Pokémon noch haben. Und da irgendwie Zugriff drauf bekommen, weil momentan... Also Typenvariation wird jetzt gerade nicht unbedingt groß bei uns geschrieben. Ist ganz weit weg davon sogar. So, 28. 27, 28. Lernt halt... Oh. Ich habe vergessen, dass ich hier nicht unendlich Sonderbonbons habe. Geheilt habe ich doch gerade. Ich muss nicht mehr heilen. Das Problem ist... Wobei, nee, Molga kann gar nicht Voltwechsel gegen Emmy drücken, weil ich Blitzfänger habe. Wie lange ist der letzte her? 13 Tage. Das war das letzte Mal, dass ich in den Community-Tab was gepostet habe. Dementsprechend dürfte das richtig sein. So. 28. Boah. 28 Wachstum. Nee. Nee, lassen Sie das mal. Wie viele Attack haben wir? 52. Ich bin ehrlich. Dann lohnt es sich sogar, Dampfwalze auf den drauf zu hauen. Statt Donnerwelle. Und ich glaube, wir können auch Gena wegmachen, weil das Electric Terrain wird halt auch so oft da sein. Ich glaube, es gibt nicht unbedingt einen Mon, gegen das ich Ableithieb unbedingt drücken kann. Ja, wobei... Nee, ich glaube, Ableithieb lohnt sich wirklich nicht. Ich glaube, das lassen wir wirklich weg. Aber ja, der letzte ist leider sehr lange weg. Und hallo Rodeo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. So. Es tut mir ja leid, dass wir so lange nicht mehr gestreamt haben, aber es ging ja nicht anders. War nicht in der Verfassung. Ich habe einen Attest. Also von dem her, ich bin entschuldigt. So, wir bräuchten auch straight up eine Wette, ob zwei Pokémon oder mehr da in, hätte ich gesagt. Oder
Also, oder mindestens zwei oder mehr als zwei, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel wir immer gemacht haben. Ich überlege gerade, gibt es ein Magneton? Warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe mir ja angefangen. Nee, da ist es nicht drin. Ein Dokument zu machen. Mit dem Pokémon zumindest. Da, Dokumentation. Ha! Emolga, Landturm, Elektroball, Flunschlick, Voltensor, Eisenhand. Nee, lohnt sich wirklich nicht. Faszinierend. Ich habe heute beim Test trotz Verspätung 18 von 20 Punkte gesammelt. Ja, ist stark. Was war das für ein Test, dass du 18 von 20 Punkte gesammelt hast? Hä? Hä? I'm confused. Was für einen Test hast du gemacht? Bam, 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 bam. Dann halt bekommen, Wortwahl war nicht perfekt. Ja, juckt doch nicht. Wortwahl, Schmortwahl, sage ich da immer. Nee, eigentlich sage ich das nie, aber was soll's. Ich hoffe halt echt, wir gehen jetzt nicht drauf. Wir müssten uns auch langsam mal überlegen, was wir machen, um ein bisschen Abwechslung zur Not reinzubringen, dass wir nicht nur Freezing spielen. Weil ich glaube, beim letzten Mal habe ich das angesprochen, die Leute in den Kommentaren und so haben gesagt, nee, juckt mich nicht. Aber ich glaube, ich brauche dann ein bisschen Abwechslung einfach. Also wir hätten einmal nochmal von Mim sowas in Gen 7. Dann habe ich mir heute auch überlegt, ob wir vielleicht eine... Hat die Wette nicht gestartet? Ich glaube, die Wette hat wirklich nicht gestartet. Aber man sieht nirgendwo ein Zeichen bei euch, deshalb bin ich verwirrt. Also kann ich in den Kampf gehen oder nicht? Doch. Naja, gut, dann... Also gestartet ist sie auf jeden Fall, aber... Irgendwie... Ich sehe auch kein Symbol. Ja, ich warte mal noch. Auf jeden Fall... Was wollte ich jetzt sagen? Genau, habe ich auch überlegt, ob wir vielleicht in XY eine ELS-Challenge machen. Das war auch meine Überlegung. Und ansonsten müsste man mal gucken. Ich hätte natürlich prinzipiell auch Bock auf Non-Pokémon-Content, aber nee. Nee, nein, das wird nicht passieren. Das ist ziemlich sicher dumm. Okay, bei Leon ist die Wette auf jeden Fall da. Schwierig. Was ist ELES? ELES bedeutet, du darfst kein Pokémon, beziehungsweise du darfst nichts benutzen, was ein E im Namen hat im Kampf. Also außerhalb würde ich das jetzt mal wegnehmen, weil sonst kannst du VM-Attacken quasi nicht benutzen. Aber dass du zum Beispiel, wenn du jetzt die Starter Gamaro, Phynx und Froxy hast, okay, da könntest du jetzt alle davon nehmen. Aber wenn sich eines entwickelt, sagen wir Rutena, dürftest du nicht mehr benutzen. Wette ist durch. Okay, also können wir rein. Also es geht wirklich um die Buchstaben, ja. Und du darfst auch keine Attacken wie Tackle zum Beispiel benutzen, weil da E drin ist. Ja, aber bei mir dann im Chat auch, weil bei mir wird nichts angezeigt. Genau, Tackle wäre zum Beispiel auch verboten, richtig. Dass man sowas vielleicht mal macht. Das klingt ganz interessant. Non-Pokémon. Ja, weiß ich halt einfach nicht. Es ist so, ich hätte jetzt schon Bock drauf, aber da ist das Interesse dann doch eher immer nicht so stark vorhanden. So. Ich hoffe jetzt einmal mal, dass Emolga dumm ist und erstmal Voltwechsel drückt. Nee, auf Fähigkeiten kann ich keinen Einfluss nehmen. Ich glaube, Fähigkeiten müsste man dann weglassen. Weil das kann ich ja nicht irgendwie kontrollieren. Ach, das Scheißviech hat Kehrtwind. Ich dachte, das hätte nur Voltwechsel. Okay, Molga wird noch interessant. Werden dann alle Nachrichten im Chat mit ihr auch gelöscht? Wäre eine starke Idee, bin ich ehrlich. So, gibt erstmal eine schöne Runde Eiszapfhagel auf dich drauf. Ich sag, das war solider Damage. Mach ich kein Auge. Ich glaube, der setzt Screens und boomt dann, ne? Ja, da haben wir jetzt auch nicht die geilsten Moves. Ich glaube, ich gehe einfach in Eisenhand, ne? Ich glaube, wir gehen einmal meine Runde in Eisenhand. Bulk up ein bisschen. Oh, der boomt direkt. Okay. Items mit E fallen auch weg. Klar, Muskelband, Überreste.
Also sowas wie Schlauglas dürfte ich benutzen, aber Überreste zum Beispiel nicht. Landturm. Ich glaube, der hatte nicht zum Bisaknoss zu hitten. Ja, ja, Pokebälle wären natürlich die Ausnahme. Das steht natürlich fest. Genau, Zauberschein hatte der Scheißerli. Das war ein Crit, krass. So. Da würde ich jetzt erstmal auf eine Runde Schlafpuder gehen. Siedewasser kommt, 63 auf... Boah, es war gar nicht so wenig. Ach, Mann. Es gefällt mir nicht, wie das hier anfängt. Schau gerade, ob wir irgendwas in der Bag haben, was... Ach, Mann. Was von irgendwas profitieren könnte. Also, wir könnten überlegen, gleich in Garados zu gehen. Aber der hat Zauberschein, ne? Hm. Aber wenn wir den killen, kriegen wir halt einen Boost. Das wäre schon geil. Gerade für die Monster, die danach kommen. Ja, also mit Bisaknoss kann ich eh nichts mehr groß machen. Ich glaube, ich probiere mal den Boost mitzunehmen. Genau, die Runde muss er ja pennen. Und jetzt hoffe ich einfach, wir kriegen noch eine Runde Schlaf. Weil zweimal Dampfwalze wird hoffentlich den... Okay, nevermind. Halleluja. Ja, aber das Problem ist, ich weiß, wen soll ich denn anderes benutzen gerade? Ich kann ja nicht mal irgendwen anderen benutzen. Ich glaube, ich muss hoffen, dass der muss einmal noch eine Runde pennen, anders geht's nicht. Bitte pennen noch eine Runde, Landturm, gönn mal. Es ist ein Gönner. Gönnturm. Ehrenmann. Gönn uns direkt einen +1 Boost, das ist ganz nett. Das war nicht so geplant, aber es ist okay. Es ist okay. Flunschlick. Ich weiß jetzt nicht genau, was dem sein Ziel ist, aber wir drücken Dampfwalze. Okay, das ist ein Two-Shot. Donnerblitz. Das ist erstmal okay. Neuer Pappenheimer. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, das sah gerade nach einer Paare aus, aber nein. Wir sind gerade bei dem dritten Arena-Leiterkampf. Und Perdi, vielen Dank für den nice Resub. Stufe 3 Ehrenmann an der Stelle. Hello. Ah, Seelsang ist actually echt geil auf dem, muss ich gestehen. Okay, Bedroher ist jetzt nervig. Aber wir gehen halt wieder auf Dampfwalze. Okay, der drückt Donnerblitz. 75. Boah. Nein. Wir wären in so einer verdammt guten Position gewesen. Wir wären in so einer guten... Es ist so zum... Ah, das ist wirklich einfach lächerlich. Bin ich ehrlich? Das ist schon ein bisschen lächerlich. Okay, passt auf. Wir gehen in Emmy. Weil der jetzt wieder Donnerblitz klicken wird. Oder Eiszahn, ist mir egal. Aber nicht Flammenwurf. Ich glaube, wobei aus der Range hätte er es sogar drücken können. Ich würde am liebsten Ableithieb drücken. Ich weiß aber nicht, ob Ableithieb killt. Das Problem ist, ich musste auch mit Garados angreifen, weil sonst kriege ich ja Voltenso auch nicht weg. Wie viel Attack haben wir? 49, ne? Wir haben ein Plus-Attack-Wesen und Muskelband. Ja, komm. Der Ableithieb wird doch wohl killen. Ja, danke. Besser ist aber auch. Besser ist aber auch, dass der killt. So. Jetzt schon Eisenhand? Hat er nicht sogar noch einen Mon? Puh, das gefällt mir gar nicht. Also wir gehen jetzt erstmal auf die Kampfattacke, gehen wir in Trapse. Mogehieb von mir aus auch. Ist... Macht, glaube ich, nicht so viel Unterschied. Der kriegt erstmal Beulenhemd-Damage. Das ist ganz nett. Jetzt kommt die Elektro-Attacke. Das heißt, auf die, ich glaube, wir müssen... Ja, 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 eigentlich, also mir bleibt ja nichts anderes übrig, als in meine eigene Eisenhand zu gehen. Aber wir sind halt schon gechillt. Du Drecksau, du. Warum hat der denn Voidwechsel? Hat der ja schon immer Voidwechsel? Ah ja, stimmt, das Emolga ist noch da. Okay, also wir können das Teil wenigstens einmal fake-outen.
Ja. Und jetzt? Jetzt weine ich. Weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, wir gehen sogar wirklich unironisch in Slow King. Das sieht so dumm aus, ne? Aber ich brauche Boy. Dann kriegt. Warum jetzt Voidwechsel? Warum jetzt? Warum? Komm, das wäre halt wieder Free Damage gewesen. Ja, der liest mich wirklich. Warum nicht einfach Akrobatik? Was hat denn gegen einfach Akrobatik gesprochen? Nee, das ist ja genau falsch, Snacksui. Wenn ich jetzt in Pikachu gehe, wird der auf die Kampfattacke gehen, wenn ich in Eisenhand gehe. Ich muss ja, wenn jetzt, in Eisenhand gehen. Hm. Ich kann maximal Pikachu opfern. Ich hab kein Boden-Pokémon gefangen, nein. Nicht ein einziges. Das ist der beste Squad, den ich aufstellen konnte. Alles andere ist Wasser. Oder heißt Kirlia. Ich glaube, ich opfer das Pikachu. Weil ich glaube, ich muss Eisenhand sicher reinbekommen. Ja, das dachte ich mir. Ich habe gehört, wir flinchen den jetzt einfach weg. Einmal wegflinchen. Das ist so wenig Damage. Und er hat Ableitung. Geil. Illinio. Boah, Illinio packt direkt richtig geil den Deutschen aus. Kaum ist gutes Wetter. Direkt am Grillen. Aber fühle ich. Weil Grillen ist geil. Ich weiß halt gar nicht, ob ich jetzt Bulk uppen soll. Ich glaube, wir probieren einen Bulk ab. Okay, wir sind schneller. Das ist actually sehr gut. Dann lohnt sich der Bulk ab auch richtig. Habe am Sonntag schon gegrillt. Okay, das zieht halt 14 KP jetzt ab. Ich glaube, damit sollten wir gegen die Eisenhand gewinnen. Ja, okay, wir gewinnen das auf jeden Fall gegen die. Easy. Icy, du Drecksau. Ich warne dich. Besser ist aber auch. So ein ekelhafter... Habe am Sonntag schon gegrillt, stark. Auch am Sonntag schon gegrillt. Eieieiei. Mesetla, ich wünsche viel Erfolg beim Lernen. Tschüsselü. Ich würde auch gerne grillen können. Aber geht halt nicht. Weil wir haben keinen Balkon oder so. Ach, jetzt kannst du Akrobatik drücken. Das ist aber nett. Macht Gott sei Dank keinen Damage. Das Ding wäre einfach fast krepiert. Ja, also ich sag, Pikachu in dem Kampf zu verlieren, ist okay. Ja, jetzt stirbt er eher an Ableitieb. Ich sag, 31.12. letztes Mal grillen und 1.1. nach dem Feuerwerk wieder angrillen ist der Player. Boah, nicht schlecht. Nächste Route aufsparen für Wüsten. Ah, stimmt, das könnten wir auch machen. Aber das Problem ist, wir haben gar keinen Boden. Die Frage ist, ob Golem es dann besser macht. Hm. Wir haben schon leider auch die Route rechts nicht aufgehoben. Das ist so das Problem. Ha. Schwierig, actually. Schwierig. Aber wir haben immer in Orden 3 geschafft. Und wie gesagt, also dafür, dass unser Squad jetzt nicht so krank war, haben Eisenhand getragen. Hat Eisenhand und Garados, meinte ich eigentlich, getragen. Geht ihr den Mario-Film schauen eigentlich? Ich habe schon lange mal... Boah, Freunde. Wisst ihr, wie viel ich gezahlt habe für 2 Tickets insgesamt? Gut, ich habe auch schon das Menü und alles dazu gekauft. Da ist ein Liter Getränk dabei. Und ich glaube Nachos bei beiden. Entweder Nachos bei beiden. Warte, jetzt muss ich ja mal kurz nachgucken. Sind da Nachos bei beiden dabei? Oh, scheiße, das kann man, glaube ich, hier nicht sehen, ne? Ah doch, Super Deal Nacho Menü. Ich habe 51 Euro gezahlt. It's Dolby Atmos 4 3D in D-Box natürlich. Ein Ticket. Okay. Und das Ganze ist im Super Deal Nacho Menü. Ticket plus 1 Liter Softgetränk und 3er Nachos. Also es bedeutet einfach nur...
dass ich da drei Dips mehr aussuchen kann. 25,49 hat eins gekostet. Also ich glaube, das Ticket hat selbst 17 Euro gekostet und dadurch kostet es ein Liter Getränk und die Nachos 8 Euro, was dafür, dass das Riesendrum in München ist, ist es okay, der Matheser. Und ich bin ehrlich, der Mario-Film ist es mir wert. Sage ich klipp und klar ehrlich, ich glaube, bisher, ja, wobei, das stimmt nicht. Der Mario-Film ist für mich auf einem Hype-Level genauso hoch wie Avengers und Spider-Man 3. Sage ich ganz ehrlich. Neuer Pappenheimer. 51 echt cheap? Das findest du cheap? Ich meine, es ist zum einen der Mario-Film, muss man sagen. Das war mir klar, dass der teurer sein wird. Und zum anderen muss man auch dazu sagen, Matheser ist eh nicht billig. Ich glaube, Kino ist im Allgemeinen teurer geworden. Also von dem her... Nein, stopp. Ist es ein okayischer Preis? So, dann kommt Golbert wieder rein. Wir haben halt nur 3 Millionen. Ich glaube, ich sortiere mal kurz den Squad, damit ich mich besser orientieren kann. Wir machen mal die Nicht-Wassersparte. Und dann eröffnen wir hier mal die Wassersparte. Ich finde 27 Euro für Tickets plus Verpflegung sehr okay. Was seid ihr denn für Preise gewohnt? Also keine Ahnung. Ich zahle für meine... Also, ich sage ehrlich, für Kinotickets war mein Standardding immer so 11 bis 12 Euro. Und nicht 17. Und RoofJetKin, vielen Dank für den nice Resub. Kuss, kuss, kuss. Und hallo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Aber ja, gehört sich so. Hui. Dann mute. Oh nein, das ist falsch. Das muss an. Kino immer am Familien... Ja, vom Familientag gehe ich gar nicht erst aus. 15 Euro Ticket und 12 bis 17 Verpflegung je Person. Boah, das ist aber teuer. Ich habe nicht... Okay, dann ist... Da, Bayern, Freunde, Bayern. Das ist das Kino-Bundesland. Da könnt ihr euch gönnen. Ja, gucken wir mal, ob wir den... Oh, wir brauchen jetzt Zertrümmerer. Wobei, wir können ja jetzt Zertrümmerer, wenn ich das richtig im Kopf habe, relativ fix wieder loswerden. Kriegst du jetzt einfach Zertrümmerer. Ich hätte auch 10 plus 10 Gruppen. Ja, nevermind. Wir. Okay. Das ist dann kein Gold. Oh, ich habe mir keine Dings geholt. Ich dödel. Dann werden wir wohl mal einen Lithomid benutzen. Lithomid. Nicht Lithomid. Der ist. Nee, eigentlich ist das schlechter als Geodude, weil der hat keine Immunität. Naja. Also es ist interesting, ne? Haben wir noch nie benutzt, deshalb ist es ein interessanter Encounter, aber nachdem ich weiß, dass jetzt erstmal zwei Slimox kommen werden, Also am Familientag weiß ich noch, früher habe ich glaube ich immer, wie viel haben wir gezahlt? Boah, lass mich nicht lügen, ich glaube 9 Euro war es dann immer pro Person. Ich glaube, ich habe noch nie 25 für Ticket und Verpflegung bezahlt. Ja, eben. Ich weiß auch nicht, wo die anderen herkommen mit... Ja, ist eigentlich sehr angenehm. Finde ich ja fast schon billig. Ich weiß nicht genau, in welche Kinos ihr geht. Und ich sehe es noch bei mir ein, weil das ist halt das freaking Matheser in... Okay. Ich respektiere dich, Bluebella. Aber lassen Sie das bitte. Was halt, wo ich verstehen kann, dass es teuer ist. Und wo ich halt auch verstehe... Und das halt auch einfach verstehe, weil es halt mitten im Stadtzentrum ist. Und was noch dazu kommt, ist, dass es halt bumsgroß ist, das Drum. Und da es schon sehr viele Räume gibt. Dolby Atmosphere ist dabei, 3D auch. Also von dem her kann ich schon irgendwo den Preis, kann ich mir zusammenreihen, dass das Sinn für mich ergibt. Ja, scheiß mal auf den Schnitt. Dass ich jetzt nicht ganz so viel Auge mache. Entwickelt der sich auch... Wann hat der sich entwickelt? Ja, und in München ist tendenziell eh schon alles teuer. Das stimmt, das kommt ja noch dazu. Und dafür... Finde ich, ist das voll okay. Also, was heißt... Also, dafür finde ich... Ich finde es trotzdem teuer.
Aber ich sehe es halt ein, den Preis zu bezahlen einfach, ne? Stimmt, Tode und Level Cap, sie haben absolut recht. Ich glaube, die Level Cap müsste einfach 38 gewesen sein. Und Tode 4. Und haben wir nicht sogar die Level Caps? Haben wir nicht sogar einen Command inzwischen dafür? Aber ich bin geil und hatte natürlich recht. Nice. So, hier drüben gibt es nochmal einen Encounter. Danke, dass du mich auch nochmal vollständig heißt. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt gerne ziehen wollen würde. Ich habe keine Ahnung, was es da gibt. Bedroher? Ich glaube, der hätte schon Bedroher haben müssen. Aber... Boah, das war... Also klar, 12 Level drüber. Aber ich muss mir unbedingt Dings kaufen, Bälle. Ich sag, Snubbull, ein Feen-Pokémon? Warum nicht? Warum nicht? Ich meine, wir können die Fähigkeit ja ändern, ne? Ich sehe schon, wir haben in diesem Run jetzt ganz viel anderes. Hab mal bei mir geguckt, Avatar wäre heute Abend für 14,50 zu haben. Ich war seit ca. 5 Euro nicht mehr im Kino. Ich mag's, dass du 5 Euro geschrieben hast. Statt Jahre, weil das ist irgendwie witzig. Weil irgendwie so, früher hat es noch 9,50 Euro gekostet. Also war ich seit ca. 5 Euro nicht mehr im Kino. Passt also auch sogar noch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, bei Avatar kommen nochmal Überlänge. Oh mein Gott, ich hau heute noch die Switch weg. Kommt nochmal Überlänge hinzu. Und wenn es 3D ist, finde ich, also bin ich ehrlich, finde ich 14,50. Also 14,50 finde ich dann wirklich okay für Avatar. Also da sage ich wirklich nichts. Da denke ich mir, okay, das würde ich jetzt als billig empfinden. So, warte mal, wir kaufen uns noch Bälle. Stimmt, der ist 3D, guck eigentlich nie 3D. Boah, ich kann gar nicht mehr einen normalen Film gucken. Also im Kino, wenn ich ins Kino gehe, dann will ich auch 3D gucken. Also alles, was nicht 3D ist, ist ja Humbug. Humbug ist das, sage ich da, Humbug. Ah, es gibt schon Hyperbälle, geil. Ach, warum habe ich denn immer so wenig Geld? Es ist so deprimierend. Ich will nicht wenig Geld haben. Es ist so ein deprimierendes Leben. Warum kann ich nicht einfach viel Geld haben? Im Spiel und im Leben einfach. Okay, wir haben ein Solo-Litomid, welches immer in Robustheit hat. Ich sag, Robustheit ist eine coole Sache. Kann man immer gut leaden. Ruhig, absolut beschissenes Wesen. Also schlimmer wäre nur Timid gewesen. Und wir haben Angsthase. Ich überlege gerade, ob wir den reinnehmen. Aber ich glaube, den würde ich mir gerne aufheben, bis ich den Bedroher geben kann. Ja, und ansonsten sehe ich auch gerade nichts, was ich unbedingt reinholen wollen würde. Sag, das Team ist gerade einigermaßen okay. Also Pampyro könnte man noch irgendwie überlegen, rauszutun dabei, dass der nicht unnötig stirbt. 3D finde ich irgendwie nicht so geil, die Brille ver... Das haben wir noch nicht gemacht. Das ist ein neuer Encounter. Stimmt! Wir sind ja gar nicht umhergeflogen. Und ich dachte mir schon, wir haben doch an dem Punkt immer viel mehr Encounter gehabt. Was ist das? Das ist der Flug-Encounter, wenn man rumfliegt. Ja, Schwalbini. Nehmen wir. Ich habe keine Ahnung, ob Schwalbers in irgendeiner Form gebufft wurde. Tony, der Geringverdiener. Ich bin dreckiger Azubi. Natürlich bin ich Geringverdiener. Was genau erwarten Sie denn bitte, Herr Dario? Was ich hier für Kohle an Land ziehen soll? Ich hab doch nichts, bin nur arm. Ich bin ein armer Schlucker. Ein armer Schluckerli. Sag, Schwalbos ist, glaube ich, nicht schlecht. Der Speedy... Also ich sag gerade so per se... Wait. Hat der nicht Aerialate Boomburst in dem Spiel? Also, Zenithaut mit Überschallknall ist ja nicht sau strong, vor allem mit dem Speed. Der ist ja richtig gut, fällt mir gerade auf. Ja, nehme ich, würde ich sagen.